So, da bin ich wieder. Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir gleich einen Kampf bekommen, wenn wir zu den Monitoren laufen, aber ich sehe nicht wirklich viel anderes, wo wir hingehen könnten. Können wir wieder zurück? Sehr schön. Also wenigstens ein Ding, wo wir zurückgehen können. Vielleicht, falls man aus Versehen die Matrix-Disk nicht mitgenommen hat. Ja. Ich klicke mal nicht die Monitore an. Ja. Captain Sullivan, ich bin Captain Ibanez. Und was machen Sie hier? Nach Ihrem Funkspruch an das Hauptquartier, in dem Sie uns mitteilten, dass Sie die Leichen der Mitglieder von Group One gefunden hätten, wurden wir geschickt, um die Toten zur Obduktion ins Labor zu bringen und Sie danach bei der Eliminierung der Feindpräsenz zu unterstützen. Nun, Ihre Mission wurde allerdings bekanntlich vor ein paar Minuten per Funk abgebrochen. Wir haben Befehl, Ihr Team und John McFadden ins Hauptquartier zu eskortieren. Der Hubschrauber dürfte in einer Stunde hier sein. Miss McFadden, es freut mich, dass Sie es geschafft haben. Abgebrochen? Was meinen Sie mit abgebrochen? Ja, Sie haben keinen gleichlautenden Funkspruch empfangen? Sehr eigenartig. Gut, ich habe meine Befehle von General Lamar. Bitte kontaktieren Sie das Hauptquartier, wenn Sie eine Bestätigung brauchen. Und wie ich eine Bestätigung brauche? Hier spricht Sullivan, Group 2, Code Alpha. Bitte um Wiederholung unseres aktuellen Einsatzbefehls. Over. Captain, kehren Sie unverzüglich ins Hauptquartier zurück und erwarten Sie dort weitere Instruktionen. Der Hubschrauber wird Sie auf dem Dach des Museums abholen. Over. Verstanden. Over and out. Danke, Jungs. Eine der Leichen liegt am Eingang zur Kanalisation, die andere im nördlichen Bereich des Hafens. Seid vorsichtig. Merkwürdig, aber Befehl ist Befehl. Also gut, wir müssen auf dieses verdammte Dach. Also das ist sehr komisch, weil eigentlich geht man davon aus, dass die Gruppe, die man spielt, die Heldengruppe ist, die alles schafft und so weiter. Aber es wäre schön, wenn es jetzt mal nicht so wäre. Aber ich denke, es ist doch genauso, nur mit einer kleinen Umgehungsstraße jetzt quasi. Das heißt, wir laufen jetzt hoch zum Dach, der Hubschrauber wird bestimmt zerstört. Dann laufen wir wieder runter und finden die Jungs, die wir gerade... Oh, Kiste. Finden die Jungs, die uns gerade hier abgelöst haben, irgendwo tot in der Ecke liegen. Und dann müssen wir als Heldengruppe 2 das dann doch noch rumreißen, das Ruder. So wird's ablaufen. Aber erstmal looten. Noch eine Pfeilpistole? Bald haben wir alle Pfeilpistolen. Gib die mal bitte... Ovitch, weil er ja doch ab und an im Nahkampf ist. Gib dann... Wir haben jetzt... Hast du noch welche? Ja. Also jeder kann jetzt viermal irgendjemanden für 3 Runden betäuben. Alles ganz schön krass. Die Weste bekommt bitte sie. Und sie könnte mal andere Waffen vertragen. Das Gewehr vielleicht von Ovitch. Die Uzi. Ja komm, du bekommst jetzt die Uzi. Wo ist die Uzi-Munition da? Weil Sullivan schießt damit eh nicht. Und so hat sie wenigstens noch eine Waffe, die ein bisschen stärker ist. Zurück. So, wo eine Kiste sind, sind mehrere Kisten? Bitte. Helfen Sie mir. Ja, helfen wir dem Ding, geben wir ihm den Gnadenschuss. Ich habe genug gesehen und gehört. Machen wir es platt. Wartet! Wenn es sprechen kann, hat es vielleicht auch Reste von Menschlichkeit in sich, oder? Darauf können wir uns nicht verlassen. Nicht hier. Bitte. Warum haben wir denn den singenden Mutanten geholfen und dem jetzt hier nicht? Das finde ich doch ein wenig komisch. Aber na gut. Ovitch, du läufst jetzt schnurstracks auf den dazu. Und da wir so viel Munition davon haben, betäubst du den jetzt einfach. Ja, und
den hauen wir jetzt 3-4 Runden lang kaputt. Achso, nee, dahin. Du schießt auf den. Du läufst auch in die Richtung. Irgendwelche Kisten auf dem Schlachtfeld. Nein. Schade. Dann läufst du dahin und schießt schon mal auf den. Wir werden das Vieh auf jeden Fall retten, denn das wird wichtig sein oder uns irgendeinen Code geben oder Ausrüstung oder was weiß ich. Zug beenden. Und es wird bestimmt eh wieder tierisch viele Lebenspunkte haben. Ja, okay, 25 Schaden, da muss es auch viele Lebenspunkte haben. Wie viel hast du? 120, ja, okay. Du. Geh mal hinter den. Messer. Axt. Nicht bandagieren. Auch wenn das bestimmt interessant wäre, mal auszuprobieren, aber nicht jetzt. Und du versuchst, den da wieder zu erwischen. Geh mal dahin. Du hast nur noch 2 Schuss fürs Gewehr. Das ist komisch. Du dahin. Kannst du mit der Uzi schräg schießen? Du kannst damit gar nicht schießen? Was soll das denn? Okay, Molotov-Cocktail könntest du hinwerfen, aber... Der ist feuerresistent. Also bringt das nicht viel. Das heißt, wir warten, lassen die Medusa einfach nochmal gestachelt werden. Zählt sie aus. Mhm. Ich frage mich gerade, ob es ein alternatives Ende gibt, wenn sowohl die Medusa stirbt, als auch der singende Mutant. Das wäre interessant. Aber na gut, du... Ne, warte mal. Ovic zuerst für möglichst viel Schaden. Und dann gucken wir... Ne, 32, das reicht nicht. Du nimm bitte Gewehr für mehr Schaden. So, 9 Schaden. Das müsstest du allerdings hinbekommen mit... Oh. Ne, kommst nicht hin. Das müsstest du hinbekommen nicht mit einer Granate, mit dem Baseballschläger. Jo. Sehr gut. Und du rettest jetzt Medusa. Den du einfach da drauf schießt. Mit nicht genug Schaden. Und dann machst du mal einen Schritt zurück, weil so wichtig ist die Medusa dann auch wieder nicht. Genau. Hau die hat noch genug Lebenspunkte. Komm dann wieder in unsere Richtung gelaufen. Super. Du dahin. Obwohl, warte mal. Oh, da. Kaputt. Ah. So, Medusa. Dann erzähl mal. Danke, dass Sie mich gerettet haben. Ich weiß, mein Anblick ist abstoßend. Ich weiß nicht, wie all das passieren konnte, aber... Wenigstens habe ich den Verstand nicht verloren, wie all die anderen. Ich heiße Jan Kuratz. Ich war Museumskurator, bevor sich die Stadt in diesen Vorhof zur Hölle verwandelt hat. Verglichen mit den jetzigen Zuständen waren die Anfänge doch harmlos. Einige Leute verschwanden. Andere brabbelten wirres Zeug. Wie Sie sehen, hat sich die Lage inzwischen erheblich verschärft. Es passierte von einem Moment auf den anderen. Es war abends und ich machte Überstunden. Als ich plötzlich in meinem Bauch einen unerträglichen Schmerz spürte, dann fühlte ich, wie meine Wirbelsäule begann sich zu verdrehen. Ich hatte Todesangst. Sie können es sich gar nicht vorstellen. Aber Sie scheinen noch bei Verstand zu sein. Und bevor Sie fragen, natürlich können Sie sich uns anschließen, wenn Sie hier raus wollen. Okay.
Commander, mit Verlaub, ich glaube, Sie machen da einen gravierenden Fehler. Bitte, geraten Sie nicht gleich in Panik. Ich habe mich wirklich ganz gut unter Kontrolle. Na prima, aber von mir halten Sie sich fern, verstanden? Dieser Geruch, ekelhaft. Ich hoffe, meine neuen Kräfte werden Ihnen nützlich sein. Ich kann aber nur hoffen, dass ich irgendwann wieder ganz ich selbst sein werde. Glauben Sie, dass es eine Heilung für diese Krankheit gibt? Ich kann Ihnen da im Moment keine Hoffnungen machen. Um das herauszufinden, sind wir hier. Okay. Ich verstehe. Also ganz gut unter Kontrolle ist nicht unter Kontrolle. Und wir hätten ihn doch öfters mal, also ihn schneller retten sollen, weil er hat jetzt doch Schaden bekommen. Ja, na gut. Dann Bandagen bitte auf ihn. Bandagen bitte auf ihn. Und mehr Nahrung zu unserer Vorkauerin. Du. Noch jemand was? Medusa-Nahattacke. 20 Schaden gegen alles. Auch gegen 100 oder gegen schwere Panzerung. Das ist sehr praktisch. Sonst hast du keinen Spezialskill oder so. Kann man dir eine Panzerung anziehen? Ne, man kann nichts rübertauschen. Bandagen? Nö, gar nichts. Okay. Ja, Bewegungsreichweite nur 3. Na, geht so. Aber das 100% gegen schwere Rüstung schon mal sehr gut. Also er ist unser Panzerknacker. Und da ist eine Kiste. Gewehrmunition, Pflasterbandagen, bleibt alles hier. Also bei ihm, weil er hatte kaum noch Gewehrmunition. Gerade beschlich mich die Ahnung, dass wir nicht allein sind. Schon wird sie bestätigt. Wir sind... Ah, nein, da hinten. Und da unten. Was bist du? Headnail. Und 3 Hounds. Okay, du geh mal vor. Jetzt müssen wir alle hier aus der Ecke raus, sonst können wir uns nicht ordentlich bewegen. Von Wänden. Der ist ein Problem mit dem Raketenwerfer. Die hier unten kriegen gleich einen Flammenwerfer ab. Demnächst. Und der Headnail-Typ sieht wie ein Nahkämpfer aus. Seinen Kettensägen da. Oh, das ist eine Nahkampfattacke, die aufladen muss. Das ist nicht so gut. Ovich, dahin. Du, dahin. Und hier oben, das ignorieren wir, glaube ich, erstmal. Wenn einer hier reinkommt, dann betäuben wir ihn und er blockiert so den Weg. Das heißt, du bleibst bitte hier stehen. Und wenn dann da was hinkommt, gehst du um die Ecke und piu-piust. Ja, kommt alle schön nah beieinander auf dem Haufen hier hin. Das ist sehr entgegenkommend von euch. Ovich, da. Flammenwerfer, weg mit euch. Die sind alle nächste Runde tot, ne? Jo. Sehr gut. So, du wartest. Ja, okay, Ovich kriegt einen ab. Du wartest, bis der da Ovich beißt. Ovich, dreh dich mal nach da, bitte. Bis der hier Ovich beißt und dann haust du ihm in die Seite. Du könntest dich dahin stellen und auf ihn schießen. Jo. Du bleibst einfach hier in der Nähe. Gewutsch. Das Auflösen dauert ganz schön lange. Gewutsch. So, Sphinx beißt Ovich. Für viel zu wenig Schaden, weil er eine Panzerrüstung anhat. Jo, 3 Stück.
Headnail. Ja, bei dem weiß ich noch gar nichts, was er macht. So, bei dir will ich jetzt gucken, wie die Nahkampfattacke aussieht. Oh, die betäubt auch noch. Das ist sehr gut. Du darfst dich danach allerdings nicht mehr bewegen, das ist nicht so schön. Ah ne, das war sein dritter Schritt. Okay, ist alles gut. Betäubt. Axt. Geh mal runter zum Flankieren. Du musst dahin. Du dahin. Zu beenden.